Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video in meiner tollen Kulisse. Mir war es einfach so wichtig, dieses Video aufzunehmen, statt jetzt irgendwie rumzulaufen und nach einer perfekten Hintergrundkulisse zu suchen. Manchmal ist das so, ich hoffe, du verzeihst mir, beim nächsten Mal versuche ich wieder einen anderen Hintergrund zu finden. Falls du mein erstes Video in diesem Jahr gesehen hast, wo ich dich begrüße in dem neuen Jahr, dann hast du schon mitbekommen, dass meine Zeit auf Bali nicht so ganz einfach war. Oder zu Deutsch gesagt, richtig herausfordernd und schwer und es viele Augenblicke, Tage, Wochen, Stunden gab, wo ich nicht weiter wusste. Und das hat mich inspiriert, dieses Video zu machen. Und 8 Tipps habe ich zusammengetragen, wie du dich ja über so eine Zeit hinweg behelfen kannst, wenn du nicht weiter weißt oder wenn es dir nicht so gut geht. Tipp Nummer 1: Basics. Geh auf die Basics zurück. Die Basics sind schlafen, essen, sich um dich kümmern, also pflegen, waschen, duschen. Das, was jeden Tag zu tun ist, und wenn du das noch hinkriegst oder versuchst, das wenigstens hinzubekommen, und dann ist das schon ein wichtiger Halt, der dir einen Rahmen gibt, der wirklich über diese Zeit hinweghelfen kann. Ja, dass du gut schläfst, dass du dich mit gutem Essen versorgst, was dir Kraft gibt und Energie schenkt, und dann halt auch dich zu pflegen, dir saubere, schöne Klamotten anzuziehen, die du magst, und dir ein Wohlgefühl zu bereiten, indem du dich gut um dich kümmerst. Und da bin ich bei Tipp Nummer 2, genau, tu dir Gutes. Also versuch dich zu erinnern oder rauszufinden, was du dir jetzt in diesem Moment gut. Also ist es irgendwie ein leckeres Stück Obst, ist es rauszugehen in die Natur, ist es mit einer Freundin oder einem Freund zu telefonieren, Computer zu spielen, dir einen Film anzugucken, ein gutes Buch zu lesen. Was tut dir gut? Ja, um dich in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit aufzutanken und aufzupäppeln mit Dingen, die dir gut tun. Tipp Nummer 3. Dinge tun, die dein Selbstbewusstsein stärken. Ich bin zum Beispiel auf Bali super gerne Roller gefahren. Da gibt es Linksverkehr, total chaotischer Verkehr. Die Roller fahren hin und her, aber ich habe es geliebt und ich war jeden Abend stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich mich da zurechtgefunden habe und einschlawinert habe in diesen Verkehr. Und deswegen guck, wo du Selbstbewusstsein findest, wo du dich stark fühlst, wo du dich in deiner Mitte, in deiner Kraft fühlst, und dann tu diese Dinge. Tipp Nummer 4. Ganz wichtig, was mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen hat: im Hier und Jetzt sein. Es hat mich immer wieder wahnsinnig gemacht, wenn ich zu weit in die Zukunft gedacht habe, oh, was wird da, wie wird das und so, und weil ich wusste das einfach nicht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wie ich mich da rausholen kann. Und deswegen bin ich immer mehr in den Moment gekommen, immer mehr ins Hier und Jetzt. Was ist mein nächst kleinerer Schritt? Und das habe ich dann getan. Ah, jetzt habe ich Hunger. Okay, ich gehe was essen. Ich bin müde. Okay, ich lege mich ins Bett. Ja. Und weiter ging es nicht. Also im Hier und Jetzt sein und dich nicht wahnsinnig machen, weil du nicht weißt, wie es weitergeht, oder weil du, ja, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Also hör damit auf und komm zurück zu den Basics. Komm zurück, was jetzt in dem Moment dir gut tut. Ja, wenn du es im Großen und Ganzen nicht weißt, dann bricht das wirklich ganz weit runter in den Moment, in den Augenblick. Das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Tipp Nummer 5: Freunde treffen. Freunde benachrichtigen. Ich hatte in der Zeit wirklich viel Kontakt mit lieben Freunden, die mich durch diese Zeit begleitet haben, die mir Mut zugesprochen haben,
einer anderen Freundin, der es auch gerade nicht so gut ging, haben wir uns gegenseitig sozusagen Tipps gegeben und durch dieses Tipp geben jemand anderen helfen können. Das hat mir dann auch wieder gut getan. Also tausch dich aus mit Menschen, zeig dich in deinem Sein und ja, lass dich auffangen, lass dich halten, lass dich begleiten. Du musst da nicht alleine durch und guck, bei wem du das Vertrauen hast, dich damit zu zeigen. Und vielleicht ist es ein Therapeut, vielleicht ist es ein Freund, vielleicht ist es ein Unbekannter. Ja, da können sich verschiedene Möglichkeiten dir öffnen, wenn du dich bereit machst oder wenn du es einfach brauchst. Probier das aus, ob es dir gut tut. Mir hat es sehr, sehr gut getan. Tipp Nummer 6: Tu überhaupt irgendetwas. Egal was, tu irgendwas, um rauszufinden, dabei währenddessen, ist es jetzt was, was mich weiterbringt oder bringt es mich nicht weiter. Wenn du einfach nur im Bett liegen bleibst, das kann man natürlich auch mal machen zum Krafttanken und so. Aber ich habe gemerkt, mir hat es echt geholfen, mich trotzdem manchmal rauszutriezen, auf die Straße mich zu bewegen, mich in Kontakt mit Menschen zu bringen, um einfach was in Bewegung zu bringen. Ja, gibt den schönen Spruch, beweg dich, dann bewegt sich was. Und deswegen ist es wichtig in dieser Zeit, wenn du es irgendwie kannst, beweg dich raus, bring dich in ein neues Umfeld, um einfach neue Eindrücke zu bekommen, vielleicht neue Menschen zu treffen, neu inspiriert zu werden. Und ja, es ist genauso wichtig, wie nach innen zu lauschen, ob da vielleicht irgendwelche neuen Erkenntnisse da sind. Aber genauso ist es auch wichtig, überhaupt irgendwas zu tun, ins Machen zu kommen und ja, da irgendwie, wie ich gesagt habe, auf neue Inspirationen zu kommen. Tipp Nummer 7 geht so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung. Das, was ich jetzt mache, bin ja jetzt in Indien, verschiedene Ashrams und schweige, meditiere und schaffe mir einen Rahmen, der mir Halt gibt, in dem ich sein kann und der es mir ermöglicht, nach innen zu lauschen. Der es mir ermöglicht, aus meinem Kopf rauszukommen und nicht zu denken, nicht zu überlegen, was ich jetzt alles tun könnte, müsste, sollte, sondern wirklich die Stimme auszuschalten, damit das Innere sich zeigen kann und das, was jetzt wirklich dran ist, ja, nicht so überlagert von dem, was ich glaube, was ich tun müsste. Ja, also der Tipp Nummer 7 ist, sich einen Rahmen zu schaffen, wo du wieder auf die Beine kommst. Ja, bei mir ist es halt jetzt so, dass ich gemerkt habe, ich brauche einfach mehr Halt, ich brauche mehr Rahmen, also einen festen Tagesablauf, den ich da beim Meditieren habe, beim Schweigen habe, in so einem Ashram habe. Vielleicht gibt es das auch für dich, dass du dir einfach einen Raum schaffen kannst, wo du ja gehalten bist durch die äußeren Umstände. Der letzte Tipp Nummer 8. Nimm es nicht persönlich. Für mich war es ein riesig großer Schritt zu bemerken, dass ich nicht dran schuld bin, dass ich nicht in Kontakt komme, dass ich nicht da jetzt diese wundervolle Erfahrung mache, die ich mir so vorgestellt habe, sondern ich habe gemerkt, es sind die Umstände, da spielen so viele Sachen mit rein. Auch das kapiere ich auch jetzt noch nicht. Ich kann dir das nicht sagen, was jetzt da die Gründe sind oder die Umstände. Und ich habe bei Thich Nhat Hanh, ein tibetischer, nicht tibetischer, vietnamesischer Mönch, der auch sehr bekannt ist. Du findest so ein paar Bücher von ihm unten in der Bücherliste auch. Ich bin total begeistert von dem. Und der hat neulich eine Meditation, habe ich gelesen, über die Umstände, also die einem helfen sollen, leichter loszulassen von Situationen. Und gerade wenn es einem nicht so gut ist, dann hält man ja daran fest. Du versuchst es zu kapieren, du versuchst es zu verändern und damit hältst du es fest. Und indem du dir bewusst machst, welche Umstände, welches Umfeld dazu geführt hat, dass du jetzt da vielleicht bist, hilft dir loszulassen, hilft dir, das nicht persönlich zu nehmen und aus der Situation so rauszukommen. Also versuch mal zu überlegen, welche Umstände haben zu diesem Zustand geführt?
Eine Sache muss ich noch unbedingt einschieben, was ich total vergessen habe als Tipp. Wenn es eine Situation ist, die du verlassen kannst, dann verlass die Situation. Ich habe eine Weile gebraucht, um diesen Schritt dann zu entscheiden, um zu merken, so okay, ja, ich brauche jetzt hier nicht lange irgendwas rumprobieren. Es passt gerade einfach nicht, und dann die Situation zu verlassen. Also ich habe dann Bali halt verlassen, weil ich gemerkt habe, es passt gerade nicht. So, es liegt weder an mir noch an der Insel. Die Insel ist wunderschön. Aber so ist es einfach. Also wenn es was zu verlassen gibt, dann tu das. Das waren meine 8 Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem einen oder anderen Tipp weiterhelfen. Wenn du noch was ganz anderes weißt, dann schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dich das Video irgendwie weitergebracht hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos. Und schau da auch gerne mal rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.